Aloha an alle Freunde der gepflegten Literatursuche. Wer trotz der vielen Werkzeuge und Hilfsmittel keine geeignete Literatur findet, dem kann vielleicht die Beschreibung meiner bisherigen Suche zu dem Thema Hörsaalspiele helfen. Am Anfang dachte ich, dass es so viel Literatur für meine Arbeit gibt wie Sand am Meer und ich sie nur noch wie Muscheln am Strand aufsammeln müsste. Doch in sämtlichen Suchmaschinen und Katalogen gab es auf meine Anfragen immer nur eine Antwort, nämlich null Treffer. Ziemlich frustriert zerlegte ich schließlich den Begriff in seine Bestandteile Hörsaal und Spiele und begann erneut mit der Suche. Und tatsächlich konnte ich damit einige Treffer landen. In den jeweiligen Literaturverzeichnissen fand ich außerdem weitere Hinweise für mein Thema. Wer Fan von Fußnoten ist, zumindest was das Lesen derselben betrifft, oder einfach einmal in anderen Gewässern fischen will, der findet dort oft gute Hinweise auf gegenteilige Meinungen oder Kritik zum Text. Mit dieser Methode hatte ich schließlich einen riesigen Berg von Literatur, der abgetragen werden wollte. Ich konnte also vorläufig beruhigt meinen Anker werfen und auch mal den einen oder anderen kleinen Fisch vorüberziehen lassen. Letztlich hatte ich so viel Literatur, dass ich daraus Forschungsfragen ableiten und damit das Thema noch besser einkreisen konnte. Wer bis hierher zugehört hat, dem danke ich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Natürlich freue ich mich über ein Feedback, zum Beispiel in meinem Webblog Forschungswege. Bis denne, eure Luzi.